diese Nachricht, weil ich zu diesem Buchstaben setzt N auf F. Wenn ich das N natürlich nochmal drücke, wird der nächste Buchstabe N auf X, N auf S, N auf V. Und was eben niemals passierte, ist, dass das N auf das N. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, mein Krypt, meine Klartextvermutung relativ gut zu lokalisieren in meiner mitgeschriebenen Nachricht. Und das war auch das Haupteinfallstor. Deswegen konnte man Christopher. Das heißt, man hatte im Prinzip 60 Möglichkeiten, hier verschiedene Kombinationen zu haben. Und das ist das, was man im Bachelor gemacht hat. Man hat einfach 60 Turing-Bomben nebeneinander gestellt, die alle das gleiche Problem abgearbeitet haben. Und man hat damit sozusagen diese Sicherheit, welche Walzen sind eingebaut worden, konnte man damit ausschließen. Das hat man parallel gearbeitet.